Ein Traum, in alle Winde verstreut. Eine verblassende Erinnerung. Eine verblassende Erinnerung wie ein in alle Winde verstreuter Traum. Ich möchte diese Bruchstücke zusammenfügen. Deine und meine. Ich habe dich erwartet. Ich habe ihn getroffen. Er ähnelt dir wirklich sehr. Alles, was übrig ist, oder vielleicht gab es auch nie mehr. Mein Name ist bedeutungslos. Was ist mit dir? Erinnerst du dich an deinen wahren Namen? Sora? Wow! Hast du mich erschreckt, Kai? Du gibst schon auf? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt, warum sind wir dann in der hier gelandet? Diese Welt ist verbunden worden. Wer ist da? Verbunden mit der Dunkelheit. Sora, bleib immer wie du bist. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Du begreifst noch überhaupt nichts. Sora. Schon wieder träume ich von ihm. Leute, stinkt euch das nicht auch? Ja, das ist eine Frechheit. Diesmal ist Cypher zu weit gegangen. Es stimmt ja, dass Sachen in der Stadt gestohlen wurden. Und wir und Cyphers Bande waren uns noch nie grün. Kein Wunder also, dass er glaubt, wir stecken dahinter. Das kann er halten, wie er will. Aber das ist es ja auch nicht, was mich so aufregt. Was mich wirklich aufregt, ist, dass sie überall in der Stadt herum erzählen, wir seien die Diebe. Jetzt behandelt uns die ganze Stadt wie irgendwelche Verbrecher. Wart ihr schon mal im Leben so sauer? Also ich noch nicht. Nein, noch nie. Ach, was unternehmen wir also, Leute? Also, wir könnten die echten Diebe finden. Damit wäre unsere Unschuld bewiesen. Ja, klingt nach einer prima Idee. Aber was ist mit Cypher? Zuerst müssen wir unsere Namen reinwaschen. Wenn wir die echten Schuldigen finden, dann werden wir hoffentlich Ruhe haben. Oh nein! Es ist weg! Unser ist weg!
Was? Unser Weg? Ihr könnt nicht sagen? Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Dass unser Weg ist. Gestohlen. Und nicht nur das, auch das Wort wurde uns geklaut. Was für ein Dieb ist denn das? Also Cypher wäre dazu niemals fähig. Ja. Los, gehen wir der Sache auf den Grund. Sein Herz kehrt zurück. Schon bald wird er erwachen. Roxas, komm! Diebe! Echt mies von euch und so! Ach ja? Starker Konter, Blondschopf. Wie hast du mich genannt? Du kannst uns jetzt unser wiedergeben. Ihr seid die Einzigen, die es klauen würden, klar? Das war nämlich der eindeutige Beweis dafür, dass wir euch Verlierer besiegt haben. Was habt ihr damit gemacht? Es verbrannt? Ha, aber wir brauchen keinen, um zu beweisen, dass ihr Verlierer seid. Neues Match. Meine Rede. Aber wenn ihr euch zu Boden werft und brav entschuldigt, belasse ich es vielleicht dabei. Roxas! Roxas, konzentrieren! Komm schon! Hör mit dem Gehampel auf und kämpfe! Rechtschaffenheit siegt, war doch klar! Schock? Was soll das und so? Ist das der Dieb? Schnapp den! Cypher ist nur schlecht drauf, klar? Das Turnier entscheidet. Wer war das denn? Der Dieb? Was ist das denn? Thank you.
Wann war das? Ich war sein erster Kunde, nachdem er den Laden übernommen hatte. Das hier ist ein Andenken daran. Ein Foto zur Erinnerung. Huch! Hurra! Jetzt haben wir auch das Wort wieder! Los, Roxas, erzähl uns von dem Fotodieb. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Die Fotos lagen einfach da. Wie beweisen wir dann, dass nicht wir sie gestohlen haben? Etwa ein Date? Du strahlst ja richtig. Unsinn. Sag mal, ist sonst noch jemandem aufgefallen, dass Roxas auf allen gestohlenen Fotos drauf ist? Ach so. Deshalb dachten alle, wir wären es gewesen. Dann hat Cypher uns also gar nicht überall angeschwärzt. Bin ich echt auf allen drauf? Ja. Siehst du? Hier auch. Auf jedem Einzelnen. Vielleicht wollte der Dieb ja eigentlich Roxas stehlen. Das wäre abgefahren. Jetzt dreht kein Blödsinn. Warum sollte wohl jemand eine Pappnase wie Roxas klauen? Selber Pappnase. Wo bin ich? Wer ist da? Wer bist du? Wiederherstellung bei 12%. Diese lästige Organisation 13. Sie haben uns entdeckt. Aber warum sollten die niemanden Fotos klauen? Beides sind lediglich Daten. Diese Narren sahen da wohl keinen Unterschied. Uns bleibt nicht viel Zeit. Namini muss sich beeilen. Moment mal, was ist mit meinem Haus, meiner Insel? Rico! Kai! Wer bist du? Die tauchen einfach aus dem Nichts auf, solange du das Schlüsselschwert schwingst. Warum kommst du nicht mit uns? Wir können mit unserem Schiff zu anderen Welten fliegen! Sora, geh mit ihm. Vor allem, wenn du deine Freunde finden willst. Gestalten? Goofy? Ich bin Sora. Ich komme mit euch. Die Herzlosen fürchten das Schlüsselschwert. Genau. Das Schlüsselschwert. Also, das ist der Schlüssel. Aber der Junge ist ein Problem. Er hat eins der Schlüssellöcher gefunden. Das Schlüssel? Schwert? Das Schlüsselschwert. Was hat's damit auf sich? Oh! Tut mir leid. Danke. Glaubt ihr, dass wir immer so wie jetzt zusammen sein werden? Das hoffe ich sehr. Wie kommst du denn jetzt auf die Schiene? Ach, nur so. Ich hab bloß laut gedacht. Ich bezweifle, dass wir ewig zusammen sein können. Erwachsen werden bedeutet eben auch Veränderung. Aber wichtig ist nicht, wie oft wir uns sehen, sondern wie oft wir aneinander denken. Stimmt's? Hört, hört. Heiner der Weise.
Das war's. Du kriegst kein Eis mehr. Leute, was soll eigentlich die gedrückte Stimmung heute? Vielleicht liegt es an dem Andenkendieb von gestern. Quatsch. Wisst ihr, woran es liegt? Die Sommerferien sind bald vorbei. Das schlägt aufs Gemüt. Aber ich hab eine Idee. Wir fahren alle ans Meer. Und warum fahren wir ans Meer? Weil wir diese Ferien kein einziges Mal dort waren. Blaues Wasser, blauer Himmel. Ab zum Bahnhof und an den Sandstrand. Na? Was ist nur mit euch? Du weißt doch, wir sind knapp bei Kasse. Keine Bange, überlass das nur mir. Nur noch 2 Tage. Wir beide müssen es ins Finale schaffen. Dann ist es egal, wer gewinnt. Wir 4 teilen uns den Preis. Okay, klingt gut. Ihr schafft das schon. Gebt alles. Versprochen. Macht, Leute. Zusammen mit dem, was wir schon hatten, haben wir jetzt stolze 5000 Taler. Klasse. Kaufen wir die Fahrscheine. Wir können nicht für immer zusammenbleiben, also machen wir aus der gemeinsamen Zeit jetzt das Beste. Hä? Komm schon. Roxas, noch 3 Minuten. Okay. Vier Schüler. Roxas, das Geld. Warte. Nein. Hä? Er hat's geklaut. Wo willst du hin? Ich bin doch vorhin gestürzt. Das Geld hatte ich davor noch. Ich wette, der Kerl hat's geklaut. Kerl? Weit kann er noch nicht gekommen sein. Wovon redest du da eigentlich? Da war kein Kerl. Hä? Aber da war kein... wirklich? Na, prima. Da war wirklich... keiner? Dein Eis schmilzt. Tut mir echt leid. Schwamm drüber. Das war aber wirklich seltsam. Sehr seltsam. Du sagst es. Kannst du Sora spüren? Kannst du Sora spüren? Wiederherstellung bei 28%. Na, Mini, Beeilung! Ist es so schwer, ein Meer zu generieren? Der Feind bekäme einen weiteren Zugangspunkt. Was ist hiermit? Kauf uns dafür doch einen Monatsvorrat Meersalzeis. Gegenstände aus dieser Stadt dürfen nicht in die reale Welt gelangen. Das kannst du löschen.
Als Träger des Schlüssels solltest du wissen, niemand darf sich in Angelegenheiten anderer Welten einmischen. Es gibt so viele Orte, die ich sehen will. Eines Tages. Und so ernenne ich euch hiermit zu Juniorhelden. Hey, was meinst du mit Juniorhelden? Zu wahren Helden fehlt euch Grünschnäbeln schlichtweg noch das Zeug. Ich wünsche mir, dass du frei bist, Genie. Hallo! Ach, Sally, warum habe ich nicht auf dich gehört? Nicht traurig sein, Jack. Uns wird für Halloween schon was Neues einfallen. Und diesmal machen wir es gemeinsam. Mehr Kraft! Ich bin Mushu! Oder bist du mit deinem Schlüsselschwert für sowas jetzt zu cool? Riku? Was machst du denn hier? Hast du sie gefunden? Ich kann's immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich geflogen, wenn ich das Kat erzähle. Bin gespannt, ob sie mir glaubt. Wahrscheinlich nicht. Ich bin auch auf der Suche. Nach deinem Licht? Pass gut darauf auf. Sora, wo gehst du hin? Ich gehe meine Freunde suchen. Die warten auf mich. Wo sind Donald und Goofy? Um die mach dir keinen Kopf. Sorg dich lieber um sie. Wer bist du? Morgen! Aha. Hallo, Roxas. Hallo. Und du bist? Ich wollte dich zumindest einmal treffen. Mich? Ja, dich. Olette hat mich zu einem Einkaufsbummel überredet. Sag, willst du mitkommen? Sag mal, habt ihr das gerade gesehen? Er weicht aus. Na gut, wir sehen uns nachher, ja, Roxas? Ja. Ist sie zu diesem Geisterhaus gegangen? Huh?
Lass mich los! Hey, du Feigling! Wer sind die? Keine Ahnung, aber diese Gestalten gefallen mir kein bisschen. Such dir eine Waffe! Und was jetzt? Benutzt das Schlüsselschwert! Mein Name ist Namine. Roxas, erinnerst du dich an deinen wahren Namen? Kein Wort mehr, Namine. Aber wenn es ihm niemand sagt, wird Roxas... Es ist besser, wenn er die Wahrheit nicht erfährt. Hey, du bist der Taschendieb! Cypher, mach ne coole Pose. Wie wär die? Absolut genial und so. Noch eins, na los! Wozu die Fotos? Als Andenken. Diese Knalltüten in Weiß sind nicht mehr, klar? Ein Kinderspiel. Was waren das für Gestalten? Das würde ich auch gern wissen. Wie auch immer, wer sich nicht an unsere Regeln halten will, den muss ich eben disziplinieren. Na klar, Cypher passt immer gut auf unsere Stadt auf. Wartet! Hey, und morgen beim Turnier wird nicht gekniffen. Wir erwarten euch, klar? Du warst also heute mit Cyphers Bande zusammen? Nein, es war eigentlich ganz anders. Ach so, ja, wie war's denn am Meer? Ihr wart doch heute dort.
Nein, waren wir nicht. Ohne dich wär's nicht dasselbe, oder? Tut mir leid. Hey, wie wär's denn dann mit morgen? Wir könnten uns diese Schokobananen kaufen. Ich hab versprochen, wo zu sein. Ach so. Oh. Wir beide müssen es ins Finale schaffen. Dann ist es egal, wer gewinnt. Wir vier teilen uns den Preis. Okay, klingt gut. Ihr schafft das schon. Gebt alles. Versprochen. Ich muss los. Wiederherstellung bei 48%. War das die aus Daten erschaffene Namine? Schon, aber die echte Namine hat sich auf sie projiziert. Diese freche Göre. Ich habe sie nicht mehr unter Kontrolle. Beruhige dich. Wie dem auch sei. Solange Namine nur ihre Aufgabe erfüllt. Was aus Roxas wird, spielt keine Rolle. Ich muss es tun. Nur der wahre Meister kann die geheime Tür öffnen und die Welt verändern. Aber ich werde Sora auch nicht verraten. Aber für Aldern. Meine Freunde machen mich stark. Dein Herz hat also den Kampf gewonnen. Man nennt mich Ansem und führt mich in die ewige Dunkelheit. Sora! Vergiss es! Kairis Herz bekommst du niemals! Kairi! Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen werden wir einander nie. Egal wo wir sind, unsere Herzen werden uns wieder zusammenführen. Nimm das. Das ist mein Talisman. Versprich ihn mir wiederzubringen. Das mache ich, keine Sorge. Versprochen? Und vergiss nie, wo du auch hingehst. Ich bin immer bei dir. Stimmt, ich hab's versprochen. Was für ein Durcheinander. Wirst du anfeuern? Na beide, du Dummerchen. Liebe Mitbürger und Sportfreunde von Twilight Town, uns erwartet das heißeste Gefecht des Sommers. Haltet euch fest, heute findet die große Struggle-Endrunde und das Match um den Titel statt. Wer wird sich durchsetzen und darf es mit unserem Champion Setzer aufnehmen? Cypher, ist doch klar! Und wer wird heute als neuer Struggle-Champion den Ring verlassen? Heiner! Roxas! Setzer! Auf dem Siedepunkt der Stimmung will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Möget ihr? Seine Bedingungen!
liebe Leute, jetzt wird es Zeit, die heutigen Kämpfer vorzustellen. Die vier harten Jungs, die es durch die Vorrunden geschafft haben. Dauergast in der Endrunde und Vorsteher des städtischen Disziplinarkomitees, Cypher. Die große Überraschung des Turniers, wer hätte gedacht, dass er es dieses Jahr so weit schafft? Vivi! Twilight Towns Unruhestifter Nummer 1 und vielleicht ein Geheimtipp, Heiner! Es ist deine erste Endrunde. Und Kämpfer Nummer 4, wie der Zufall so will, mein Stamm- und absoluter Lieblingskunde, Roxas! Wer wird also diesen hitzigen Sommerstruggle für sich entscheiden? Wer nimmt den großen Preis mit nach Hause? Das Sinnbild dieses Sportspektakels, die vier Kristalltrophäen. Und das Recht, unseren Titelverteidiger Setzer herauszufordern. Bald geht's los. Ich schlage vor, unsere Kämpfer machen sich vor Beginn noch einmal mit den offiziellen Wettkampfregeln vertraut. Hey, tut mir leid wegen gestern. Was? Das beschäftigt dich noch? Du musst lernen, sowas zu vergessen. Mir geht eben so viel durch den Kopf. Entschuldige. Warte, warum entschuldige ich mich denn jetzt? Unser erstes Match der heutigen Endrunde findet zwischen Roxas und seinem besten Freund Heiner statt. Und der Gewinner ist Roxas! Auch auf Freundschaften nimmt er beim Struggle keine Rücksicht. Heiner hat sich aber auch wacker geschlagen. Unglaublich! Ich hab verloren. Ich war dir ein guter Lehrer. Unser Kampf hat mir echt Spaß gemacht. Also mir nicht, du Schlaumeier. Dann gebe ich dir was von meiner guten Laune ab. Behalt die ruhig für dich. Aus dem Weg. Hast du es eilig zu verlieren? Hey, hier spielt die Musik. Die Luft vibriert förmlich. Cypher hat wohl nicht damit gerechnet, gegen einen seiner eigenen Jungs anzutreten. Seit wann ist Vivi denn so stark? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber der Sieger ist Vivi. Nach dem Niederschlag kam er aus dem Nichts und hat den Sack zugemacht. Das ist nicht Vivi. Hä? Mach ihn fertig. Wie es aussieht, tritt Cypher im Match um den dritten Platz nicht an. Dann bin ich automatisch Dritter? Klasse! Ich will einen fairen Kampf sehen. Jetzt kommt das Finale, also schnallt euch an. Roxas gegen Vivi!
Schon wieder? Schon wieder. Mein lieber Roxas, du hast es immer noch drauf. Du erinnerst dich wohl nicht, was? Ich bin's. Genau, Axel. Axel? Ein Härtefall von Amnesie. Was machen wir denn da? Tja, die Dämmerlinge kommen dir jedenfalls nicht bei. Warte, erklär mir, was hier vor sich geht. Diese Stadt ist sein Werk, kannst du mir folgen? Wir haben also keine Zeit für ein Frage- und Antwortspiel. Du kommst mit, meinetwegen auch bewusstlos. Dann können wir reden. Oh oh. Was ist hier los? Nummer 13, Roxas, der vom Schlüsselschwert Auserwählte. Okay, gut, dann kämpfen wir eben. Du also. Roxas! Dieses Mannes Worte sind Unsinn! Roxas! Lass dich nicht von ihm täuschen! Roxas! 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 Heiner! Pence! Oled! Heiner! Pence! Oled! Was ist da passiert? Was mache ich denn hier? Roxas! Roxas, meine Damen und Herren! Der Sieger heißt Roxas! Roxas? Jetzt geht's! Nicht vergessen, schön fair kämpfen. Ihr seid die Spitze und damit Vorbilder. An der Spitze ist nur Platz für einen. Möge der Bessere gewinnen. Sag, Rucksack, oder wie du heißt, tust du mir den Gefallen und verlierst? Roxas, konzentrier dich! Lass mich gewinnen und ich will mich erkenntlich zeigen. Vergiss es! Roxas, unser Außenseiterheld, gegen Setzer, unseren Titelverteidiger. Der Gewinner dieses Matches ist der neue Champion. Damit darf man ein Jahr prahlen, Leute. Was immer du für richtig hältst, du irrst dich. Und das ist ein großer Irrtum. Danke für den Sieg, Partner. Das hier ist für dich. Oh.
Wie versprochen. Tausend Dank, Roxas. Jetzt sind wir alle um einen weiteren Schatz reicher. Ich habe auch ein Geschenk. Für uns alle. Oh. Kairi, warte! Du, hast du Lust, zur Insel rauszufahren? Tidus und Wacker haben nur noch ihr Ballspiel im Kopf und wollen nicht mitkommen. Heute nicht. Tut mir leid. Ach, und warum nicht? Erinnerst du dich noch an die Jungs, die immer mit für eine Partie waren? Riku? Ja. Was wohl aus ihm geworden ist? Ich vermisse ihn. Er ist weit weg. Aber ich weiß, wir sehen ihn wieder. Bestimmt. Das werden wir. Und der andere Junge? Welcher andere Junge? Der immer mit Riku und mir zusammen war. Wir hatten immer so viel Spaß auf der Insel. Seine Stimme war stets da. Doch jetzt ist sie fort. Ich kann mich nicht an sein Gesicht oder seinen Namen erinnern. Und ich fühle mich ganz schlecht deswegen. Also habe ich mir vorgenommen, erst wieder zur Insel zu fahren, wenn mir alles über ihn eingefallen ist. Bist du sicher, dass er kein Hirngespinst ist? Namine? Namine, was geschieht mit mir? Wer bist du? Und ich heiße nicht so. Ich bin Kairi. Kairi, ich kenne dich. Du bist das Mädchen, das er mag. Wer? Bitte, der Name. Ich bin Roxas. Gut, Roxas. Aber kannst du mir sagen, wie er heißt? Du weißt meinen Namen nicht mehr? Vielen Dank, Kairi. Huh? Na schön, ich kann dir ja einen Hinweis geben. Er beginnt mit einem S. Alles in Ordnung? Kairi?
Was ist das? Ein Brief, den ich gestern an den Jungen schrieb, an den ich mich nicht mehr erinnere. Ich schrieb, ich würde ihn finden, egal wo er ist. Irgendwann. Und als ich aufhörte zu schreiben, fiel mir ein, dass wir uns ein wichtiges Versprechen gegeben hatten. Dieser Brief ist der Anfang. Ich weiß es. Toll. Hoffentlich kriegt er ihn auch. Bestimmt. Er beginnt mit einem S. Nicht wahr, Sora? Wiederherstellung bei 79%. Seine Fortschritte sind verblüffend. Und was ist geschehen? Durch Namines Begegnung mit Roxas hat sein Herz Kontakt zu dem von Kairi aufgenommen. Und das hatte wiederum Einfluss auf Sora, verstehst du? Namine, sie ist mir ein Rätsel. Sie kam nicht wie andere Niemande zur Welt. Sie kann die Herzen und Erinnerungen von Sora und derer, die mit ihm verbunden sind, manipulieren. Und wessen Niemand ist sie? Ich könnte es dir sagen. Aber sag du mir doch zuerst deinen wahren Namen. Wer bist du? Ich bin Ansem. Es ist mir eine Ehre, Ansem. Wieder geträumt. Aber was davon war Traum? Nur noch 3 Tage Sommerferien, also erwähn bloß nicht den blöden Aufsatz. Aber wir hatten noch ausgemacht, ihn heute abzuhaken. Gestern bin ich vom Bahnhofsturm gestürzt, oder? Wäre dem so, wärst du jetzt nicht hier. Aber Tatsache, knapp war's schon. Wechsel nicht immer das Thema. Ach, ist ja schon gut. Du hast gewonnen, wir schreiben den Aufsatz. Ich hasse freie Themenwahl. Also, hat jemand eine zündende Idee? Wir könnten ja die Dinge beleuchten, die mir in letzter Zeit ständig passieren. Die Träume und diese Kerle in Weiß. Vergiss es. Warum? Seitdem die Fotos geklaut wurden, stimmt mit dir und der Stadt irgendwas nicht. So viel steht fest.
Also werden wir morgen die Stadt durchforsten und rausfinden, was da los ist. Ganz viele Leute wollen uns dabei helfen. Und das nur meinetwegen? Ich hol uns allen Eis. Die Zeit ist gekommen. Unsere Jagd nach den sieben Wundern beginnt. Und? Irgendwelche neuen Gerüchte? Nicht auf der Einkaufspromenade. Kommt nicht in die Tüte, dass wir gegen euch verlieren. Wir kommen auch mit ins Abendrotviertel. Heiner, das ist kein Wettkampf. Tja, jetzt schon. Fahren wir doch alle zusammen hin. Olette, beeil dich! Ach. Ist das nicht die Treppe, die du meintest? Die mit der unterschiedlichen Stufenanzahl hoch und runter? Des Rätsels Lösung ist wirklich zu banal. Raus damit! Rai hat die Stufen gezählt. Er sagte, jedes Mal kommt was anderes dabei raus. Und so. Also, hat er sich nur verzählt? Hey, nicht entmutigen lassen! Weißt du, diese ganzen Wunder waren nicht gerade wunderbar. Ich weiß. Sprich nicht weiter. Beim nächsten wirst du dich aber richtig wundern. Wunder Nummer 6. Wir haben ein neues Gerücht. Das Geheimnis des Geisterzugs. Das Wunder Nummer 6, das kennt doch jeder. Aha, ich kann das noch nicht. Und wisst ihr, wo man diesen Zug sehen kann? Angeblich vom Abendrothügel aus. Wenn das Gerücht stimmt, wird er jeden Moment hier sein. Es heißt, der Zug sei leer. Kein Zugführer. Kein Schaffner. Keine Passagiere, keine Wiederkehr. Wir müssen aber unbedingt nächstes Jahr ins Meer. Ja, wir sollten sofort jobben gehen, sobald die nächsten Ferien beginnen.
Guten Tag, ihr Faulenzer. Was treibt ihr hier denn so? Was geht dich das an? Gar nichts. Sag's mir trotzdem. Wir warten auf den Geisterzug. Ihr wartet auf den Geisterzug? Wieso provoziert mich dein Anblick nur immer so? Keine Ahnung. Wohl Schicksal. Schicksal, wenn das so ist, lass uns Freunde sein. Ich habe keine Lust, mich dem Schicksal zu beugen. Gibt es überhaupt jemanden, auf den du hörst? Cypher? Ich weiß. Morgen. Da. Es stimmt also wirklich. Und es saß tatsächlich niemand drin. Und wo ist diesmal der Haken? Irgendeine banale Erklärung? Also ein echtes Wunder? Auf zum Bahnhof. Gehen wir rein. Was denn? Könnte gefährlich sein. Hä? Der Zug fährt in Kürze ein. Kommt. Ein Zug kam vom Meer her, aber da war kein Zugführer, stimmt's? Steigen wir ein. Stimmt's? Gehen wir zurück und schreiben den Aufsatz. Die Wunder sind alle Unsinn. Ende. Wenn wir Gerüchte und Wahrheit gegenüberstellen, wird der Aufsatz trotzdem toll. Aber was ist mit dem letzten, dem siebten Wunder? Interessiert keinen. Mich schon. Pence, was ist? Wie du meinst. Roxas! Es wartet im Geisterhaus. Weißt du, wir wollten uns das Geisterhaus morgen vornehmen. Ist der wundersamste Ort von allen. Verstehe. Sogar Cypher und seine Bande wollen helfen. Cypher? Ja, Heiner hat ihn drum gebeten. Und wonach suchen wir? Es heißt, im ersten Stock würde sich ein Mädchen zeigen. Obwohl schon seit Jahren niemand mehr in diesem Haus hier lebt. Roxas. Namine? Bin das... ich? Axel ist auch drauf. Ihr seid gute Freunde. Sehr witzig. Möchtest du nicht die Wahrheit erfahren? Wer du wirklich bist? Niemand kennt mich besser als ich selbst.
Natürlich. Aber ich begreife die jüngsten Ereignisse nicht. Du kennst die drei, stimmt's? Ja, Sora, Donald und Goofy. Sie kommen meinen Träumen vor. Vor etwa einem Jahr ergab es sich, dass sich die Erinnerungen in Soras Herzen, die wie die Glieder einer Kette verbunden waren, voneinander trennte. Aber jetzt setze ich sie wieder zusammen, so wie sie waren. Es hat lange gedauert, aber bald schon wird Sora wieder ganz der Alte sein. Dieser Vorgang hat auch dich beeinflusst, Roxas. Du meinst die Träume? Ja, du und Sora, ihr seid verbunden. Und damit Sora wieder so werden kann wie früher, braucht er dich. Mich? Wozu? Du bist die Hälfte dessen, was ihn ausmacht. Er braucht dich, Roxas. Namine? Namine! Wer bist du? Eine Hexe mit Macht über die Erinnerungen von Sora und denen, die mit ihm verbunden sind. Eine Hexe? Nun, so nennt mich Dis. Ich weiß nicht, warum ich diese Macht besitze. Aber so ist es. Ich weiß nicht mal, ob es einen richtigen Weg gibt, sie einzusetzen. Da kann ich dir auch nicht helfen. Komisch. Plötzlich habe ich das Gefühl, mich selbst gar nicht zu kennen. Ich wüsste es jetzt doch gern. Was weißt du über mich, was ich nicht weiß? Dich... Es sollte dich eigentlich gar nicht geben, Roxas. Was? Wie kannst du so etwas sagen? Selbst wenn es wahr wäre. Tut mir leid. Manche Dinge bleiben wohl besser unausgesprochen. Roxas! Roxas! Hä? Hast du sie gesehen? Ja. Achte auf das Fenster. Da. Ach, Mensch. Es waren also nur die Vorhänge, die sich in der Zugluft bewegen. Hätte man sich bei der Bruchbude ja denken können. Stimmt. Gehen wir zurück zu unserem Treffpunkt. Heiner und Olette warten schon. Und Leute, wie war's? Das Mädchen im Fenster hat sich als flatternde Gardine entpuppt. Hab ich mir schon gedacht und den Aufsatz so gut wie fertig. Klasse! Wollen wir Heiner suchen gehen? Er ist wahrscheinlich am Bahnhof. Wir haben jetzt nur noch 2 Tage zusammen. Was? Die Sommerferien schon vergessen? Ach ja, stimmt. Morgen durchforsten wir die Stadt. Übermorgen ist das Sommerfest. Der letzte Tag des Sommers. Sag sowas nicht. Ich hab schon Magengeschwür davon. So wie ich das sehe, kommt das eher von dem vielen Eis. Warum hast du ihm diesen Zug gezeigt? Entschädigung für den geplatzten Strandausflug. Wie nett von dir. Sag mir, die Lücken in deinem Gedächtnis, sie füllen sich wohl langsam wieder.
Ja, der Nebel lichtet sich. Das Gleiche widerfährt allen, die mit Sora verbunden waren. Bald schon wird er wieder ein guter Freund sein, der ein Jahr lang weg war. Ich habe lange genug gewartet und will es jetzt wissen. Was ist dein Ziel? Rache. Rache? Beschließen wir es also. Zuerst müssen wir Namine loswerden. Ihre Aufgabe bezüglich Sora hat sie bravourös erfüllt und es wird Zeit, dass sie verschwindet. Roxas ist nicht der Einzige, den es nie hätte geben dürfen. Kümmere dich darum, Anselm. Wiederherstellung bei 97%. Ist das alles, was nach der Eroberung durch die Herzlosen übrig geblieben ist? Diese Welten werden wiederhergestellt, wenn wir Anselm besiegen, richtig? Aber wenn wir ihn besiegen und die ganzen Welten wieder voneinander unabhängig sind, was wird dann aus diesem Ort und aus uns? Alle Welten entspringen der Dunkelheit und enden in ihr. So auch das Herz. Du siehst, die Dunkelheit ist des Herzens wahrer Kern. Das ist nicht wahr! Ein Herz kann noch so schwach sein und manchmal auch nachgeben. Aber ich habe gelernt, dass es tief im Innern ein Licht gibt, das nie erlischt. Kingdom Hearts! Erfülle mich mit der Macht der Dunkelheit. Du irrst dich. Ich weiß es jetzt. Ganz sicher. Kingdom Hearts ist das Licht. Und jetzt, Sora, werden wir diese Tür für immer verschließen. Kümmer dich um sie. Sora! Ah! Kairi! Weißt du noch, was du gesagt hast? Ich bin immer bei dir. Ich komme zu dir zurück. Versprochen. Das weiß ich, Sora. Wir müssen Rico und König Mickey finden. Aber wo sollen wir denn jetzt diese eine Tür zum Licht finden? Bio-Chan? Donnerwetter, das Siegel des Königs! Hey, hast du König Mickey gesehen? Auf geht's! Ich habe ihn getroffen. Er ähnelt dir wirklich sehr. Wer bist du? Warum hast du das Schlüsselschwert? Was weiß ich?
Mensch, ich habe letzte Nacht kein Auge zugekriegt. Leute? Hä? So weit ist es also gekommen. Mir wurde dieser eklige Auftrag erteilt, dich auszulöschen. Wenn du dich weigerst, mit mir zu kommen. Wir sind doch gute Freunde, oder? Klar, aber ich lasse mich nicht in einen Dämmerling verwandeln. Warte, du erinnerst dich also wieder? Ja. Großartig, aber ich muss auf Nummer sicher gehen. Sei mir nicht böse. Wie heißt unser Boss? Wäre ja auch zu schön gewesen. Raksha! Komm zum Herrenhaus. Es ist Zeit. Heiner! Penz! Olette! Den Roxas, den ich kenne, gibt es also nicht mehr. Tja, dann soll es wohl so sein. Wenn du mich schon rufst, dann mach auch auf. Du hast dich entschieden? Warum mich das Schlüsselschwert auserkoren hat? Ich muss es wissen. Stell dich nicht gegen die Organisation! Die Organisation 13, sie ist böse? Ob gut oder böse, das weiß ich nicht. Sie sind eine Gruppe unvollkommener Personen, die vollkommen sein wollen. Daher die verzweifelte Suche. Wonach? Kingdom Hearts. Du lachst? Naja, ich glaube, ich bin vor der Frage weggelaufen, die ich so gerne stellen würde. Was geschieht jetzt mit mir? Bitte sag es mir. Das ist alles, was ich wissen will. Du... Namine!
Kein Wissen verleiht dir die Macht, dein Schicksal zu ändern. Und wenn schon. Ich möchte es wissen. Ich habe ein Recht darauf. Kein Niemand hat das Recht auf irgendetwas. Oder überhaupt das Recht zu existieren. Aber was ist ein Niemand? Diz, wir haben keine Zeit mehr. Zu viele Niemande. Roxas, Niemande wie wir sind nur halbe Personen. Du verschwindest nicht. Du wirst wieder ganz. Ich verschwinde? Genug der Anmaßungen. Nein, du wirst nicht verschwinden, du! Nein! Roxas! Wir sehen uns wieder und dann sprechen wir über alles. Wir werden uns vielleicht gegenseitig nicht wiedererkennen, aber wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Eines Tages. Ich versprech's. Lass ihn los! Namine! Warum? Warum hast du das Schlüsselschwert? Was weiß ich? Wird es funktionieren? Wenn es uns gelingt, diese simulierte Stadt zu schützen, bis Namine Soras Erinnerungen zusammengesetzt hat. Und was geschieht mit Roxas? Ihm wohnt die Hälfte von Soras Macht inne. Und letztlich muss er sie zurückgeben. Doch bis dahin braucht er eine andere Persönlichkeit, um seine Verfolger abzuschütteln. Armes Geschöpf. Das ist das Schicksal eines Niemands. Wirklich beeindruckend, Roxas. Axel.
Diesmal erinnerst du dich wirklich an mich? Was ist das eine Freude? Aber du erinnerst dich zu spät! Zwei? Kehrst du ihnen den Rücken? Ist das dein Untergang? Mich würde keiner vermissen. Das stimmt nicht. Ich schon. Axel! Wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Ja, unbedingt. Na, du magst ja wiedergeboren werden. Donald? Goofy? Endlich! Der Auserwählte des Schlüsselschwerts. Zu wem sagst du das? Zu mir oder Sora? Zu Soras Hälfte natürlich. Du lebst in der Dunkelheit. Ich benötige jemanden, der im Reich des Lichts wandeln und die Organisation 13 vernichten kann. Warum? Wer bist du? Ich bin ein Diener der Welt. Und wenn ich ein Diener bin, dann kannst du dich bestenfalls als Werkzeug betrachten. War das etwa witzig gemeint? Denn ich muss nicht lachen. Tut mir leid, das ist nur eine auf Daten basierende Projektion meiner selbst. Hier drüben bin ich. Ich hasse dich so sehr. Gib einen Teil dieses Hasses an Sora weiter. Er ist viel zu nett, das bekommt ihm nicht. Nein! Mein Herz gehört mir! Sora. Ich beneide dich. Meine Sommerferien sind wohl vorbei.